versammelt in diesen durchlauchten Hallen zu richten den Jüngling Hannes, angeklagt in folgender Sache. Am Abend von Frau Leichnam ist am armen Fräulein Samtwanger, wo ihre Sonntagstracht zum Durchlüften an Fensterladen gehängt hat, ein goldiges Amulett von ihrer verstorbenen Mutter gestohlen worden. Was hat der Anklagte dazu zu sagen? Ich weiss von nichts. Da lügst du weiterrückt und das hat sie Grund, weil du bist sie, du schnoderi Hund. Du machst ja das noch und noch. Nein, doch, nein, doch, hoch, hoch, hoch. Das wurde oben drauf ist geschehen. Yeah, yeah. In dem Moment habe ich es kapiert, was wirklich vor seinem Gangens Haus ist passiert. Jetzt ist für mich nichts mehr, wie es ist gesehen. Ich habe gefragt, ob er sich wenig schalte im Fall von dem jungen Post. Doch er hat gesagt, es soll es ihr ins Gericht walten. Ich persönlich sehe das wohl. Sind Sie mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert? Kein Verbrechen, doch wieso hat sie das verschwiegen? Vielleicht kommen sie denn an und drauf, dass ihre Tochter schon lange erwachsen ist. Ja, der Hannes geht schon lange wie ein Jung du. Das ist nicht wahr. Oh, das ist wahr. Dass sie kein Waffenschein braucht, ist an der Hand. Sie ist der schärfste Schuss im Land. Du, 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 du. Die Geist ist aber überwacht.
Pois.